Als Things kündigen Jugendliche mit einer tragischen Vergangenheit auf YouTube einen Bombenanschlag an, der nur durch das Lösen eines Rätsels gestoppt werden kann. Die Polizei steht Kopf, zur Hilfe wird ein ins Archiv versetzter Detektiv gezogen. Eine Mitschülerin der Things-Gruppe ist inmitten der Bombe und steht vor der Wahl, sterben oder eine Komplizin werden. Weitere Anschläge folgen, doch was bezwecken die Things-Mitglieder 9 und 12 mit ihren Plänen? Nach 11 Folgen ist alles aufgeklärt. Ein Hochglanz-Thriller mit Menschen, die durch ihre Vergangenheit zu fragwürdigen Handlungen gedrängt werden und Gerechtigkeit möchten. Eine Regierung, die vertuschen möchte und ein Detektiv, der oft eigenmächtig handelt, um ans Ziel zu kommen. Lediglich die unbeholfene Lisa fand ich etwas störend, da ihre Tollpatschigkeit schon zu aufgesetzt wirkte und nicht mehr natürlich. Ein Endzeit-Thriller mit fantastischen Kontrahenten und einer skrupellosen Five.